Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ganz klassisch heute wieder der reale DM-Haul für den Monat September. Jetzt mal so zwischen meiner Die Höhle der Löwen-Reihe. Da könnt ihr auch gerne mal reinklicken. Ich packe euch mal die Playlist in die Infobox oder hier irgendwo beim i hin. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt bei DM eingekauft. Ich zeige euch einfach mal, was diesen Monat so in meinem Einkaufskorb gelandet ist. Und auch unbedingt mal in den Podcast reinhören. Ich weiß, dass viele noch gar nicht irgendwie so mitbekommen haben, aber Liz und ich haben einen Podcast. Ich packe euch den Link da auch mal in die Infobox auf Spotify und auch für Apple Podcast. Also da könnt ihr gerne mal reinhören. Da gibt es ja alles mögliche Tipps zu Instagram, was wir so erlebt haben, beziehungsweise Social Media allgemein, Gossip und so weiter. Natürlich auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt mal so ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber das muss ja auch mal sein. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem September-Haul und wir legen los. Wir fangen natürlich mit etwas an, was so oft schon hier gezeigt wurde, weil ich seitdem ich in dieser Wohnung wohne, immer wieder benutze, auch wenn ich immer noch die Hoffnung habe, dass ich bald sagen kann, jetzt kaufe ich es für meine neue Wohnung. Also falls jemand von euch in Köln eine Wohnung zu vergeben hat, vielleicht relativ zentral, schreibt mir gerne eine DM auf Instagram. Ich suche wie eine Irre nach einer Wohnung. Jedenfalls habe ich mir für meine Wohnung wieder das Meister Propper Putzzeug geholt, also den Badreiniger mit Febreze. Es riecht super, ich benutze es schon seitdem ich hier wohne, wie gesagt. Und ja, ich brauche da echt nicht so viel von. Also ich habe das jetzt hier seit ein paar Monaten, glaube ich, nicht mehr gekauft. Ich glaube, zuletzt für die Küche. Und das ist auch noch gar nicht leer, was ich jetzt habe, aber auf Vorrat schon mal, weil ich jetzt sehr, sehr viel unterwegs sein werde. Und ich liebe das einfach, weil ich den Duft mag, wenn ich damit meine Wanne putze oder mein Waschbecken, die Toilette, alles Mögliche. Und es riecht sehr, sehr gut. Und dann auch noch was für meine Wäsche, nämlich mein liebstes Waschmittel, Perwoll, Wolle und Feines. Für Kaschmir, Weicheffekt, bunte Wäsche, alles Mögliche. Ich liebe das bisher. Hat es auch noch keine Wäscheladung irgendwie kaputt gemacht. Es riecht super gut. Also wer mir schon ein bisschen länger folgt, weiß ja, was ich für ein Putzteufel bin. Ich liebe ja Wäsche, Waschen, Putzen, alles Mögliche. Ich liebe es wirklich. Was ich hasse, ist Fensterputzen und Bügeln. Also das mag ich gar nicht und das ignoriere ich deswegen auch sehr, sehr gerne. Aber ja, da bin ich auch immer sehr schnell, was das Kaufen angeht, dass ich immer was auf Vorrat habe. Die Wäsche muss immer perfekt sauber sein. Dann habe ich auch mein liebstes Duschgel wieder mitgenommen. Das ist von Le Petit Marseille. Das Fleur d'Oranger und das liebe ich ja total. Das ist einfach so frisch und ja, riecht super. Ich glaube aber jetzt für den Winter werde ich, oder für den Herbst, werde ich mir dann anderes holen. Vielleicht wieder was Pflegenderes, weil das ist ein bisschen leichter. Hat jetzt keinen pflegenden Effekt, aber es riecht halt super gut. Und ich finde auch, wenn ich damit dusche und danach von Rituals meine Bodylotion drauf mache, das gibt so eine geile Kombi irgendwie. Es riecht halt sehr angenehm. Und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Dann auch ganz wichtig, das verbrauche ich so schnell, von Balea mein Aqua-Feuchtigkeitsserum. Das ist super günstig, habe ich aber immer mit dabei, benutze ich unter meiner Klinikpflege oder unter der Tagespflege, die ich halt dann aktuell benutze. Und das ist echt super. Ich finde einfach, es gibt nochmal so einen extra Pflegeeffekt und ich kann da echt nichts Schlechtes drüber sagen. Es ist wirklich gut. Ich mag es gerne, es ist günstig und kann ich sehr empfehlen, benutze ich seit Jahren. Dann habe ich eine Sache gekauft, die ich bei meiner Freundin Nina gesehen habe, nämlich ein Invisibubble, aber in der Variante als Scrunchie. Also es ist so ein Haargummi, Zopfgummi mit Leopardenmuster mit einem Invisibubble drin. Ich habe mir nämlich angewöhnt, zu Hause vor allem immer einen Zopf zu tragen, weil ich einfach sonst die ganze Zeit nur in meinen Haaren rumspiele. Das ist ja dann eine Angewohnheit von mir, die ich auch einfach nicht ablegen kann, aber wäre schon perfekt. Und wollte es einfach haben. Es ist so schön. Also ja, habe ich bei ihr gesehen und gefällt mir sehr, sehr gut. Hat, glaube ich, 4,95 € gekostet. Also super schön. Genau. Da gab es auch noch andere Farben, rosa und alles mögliche. Aber ich finde die Idee dahinter einfach cool, dass da wirklich so ein Invisibubble mit drin ist. Auch ganz wichtig und essentiell hier im Haushalt, Fusselroller. Ich habe letztens jemanden entdeckt bei DM, der hat irgendwie von den Teilen hier, ich glaube, 10 Packungen oder so gekauft, wo ich mir dachte, okay, der hat bestimmt viele Haustiere. Aber ich habe die mal ganz gerne hier, weil ich ab und zu auch mal alles entfusseln möchte. Vor allem auch schwarze Klamotten. Ich habe jetzt keine Tiere, aber ja, Staub ist auch nicht immer so schön auf vielen Textilien. Oder auch allgemein, wenn ich irgendwie das Bett mal ein bisschen entstauben will. Oder ja, ich entfussele mein Bett. Oder wenn ich irgendwie die Couch oder so entstauben möchte. Wie gesagt, ich bin ein Putzteufel. Ich liebe es. Und hier muss alles blitzblank sein. Dann habe ich mir nochmal meine Lashes mitgenommen. Das sind jetzt von BH Cosmetics, die 302. Da variiere ich aber auch total gern. Ich habe jetzt einfach mal diese hier wieder genommen. Die sind aber meist leider ausverkauft. Ich habe mich aber auch jetzt ein bisschen bei DM geärgert. Und zwar ist seit Wochen mein liebster Wimpernkleber von Fingers ausverkauft. Und ich habe gefragt, der soll wohl nicht rausgehen. Das wird nur alles irgendwie umgestellt. Die Textur wird geändert. Ich hoffe, das wird nicht irgendwie schlechter. Und dann kommt es wohl irgendwann wieder rein. Aber mir geht langsam der Kleber aus. Und das ist wirklich der Beste. Falls ihr noch welche zu Hause habt und die verkaufen wollt, schreibt mir gerne auf Instagram eine DM. Also für die Wimpern den. Weil
Ihr wisst, ich bin ohne meine Lashes nicht ich. Also das ist wirklich so das, worauf ich nicht verzichten kann. Dann auch ganz wichtig wieder mein Micellenwasser, was ich immer zu Hause habe. Also ich benutze ja auch öfter mal andere Produkte zum Abschminken, aber ich greife auch einfach ganz oft zu Micellenwasser und das ist jetzt das von Garnier für trockene Haut. Das liebe ich und das ist immer sehr verlässlich. Meine Haut verträgt das sehr, sehr gut. Dann mein liebstes Haarspray zum Locken machen ist das hier von Langhaarmädchen. Das extra starke Haarspray, das ist absolut nicht extra stark, aber ich finde, dass es perfekt ist, weil ich sprühe es immer gerne auf die Strähne, bevor ich sie locke. Ich habe nämlich das Gefühl, gerade weil es nicht so stark ist, kann man die Locke dann noch schön um den Stab schwingen und es gibt eine schöne Locke, sie ist trotzdem irgendwie ein bisschen fester, aber es ist nicht so verklebt. Und dadurch sehen meine Locken dann auch, also wenn ja eh dann eher Wellen nach einer Zeit, aber die sehen dann noch natürlicher aus. Und ich sprühe auch kein Haarspray danach drauf, nur in die beiden vorderen Strähnen. Dann nehme ich dann ein stärkeres Haarspray und da komme ich sehr, sehr gut mit klar. Also das habe ich sehr, sehr gern. Mein Problem ist nur, wenn ich irgendwie auf Reisen gehe, kann ich das nie mitnehmen, weil es einfach so fett ist. Also falls Langhaarmädchen zuguckt, gerne das ja auch nochmal als Reisegröße. Ich mag das sehr gern, aber es ist mir leider zu groß, um es dann irgendwie mit in den Urlaub zu nehmen. Dann das vorletzte Teil ist auch wieder super interessant, aber auch sehr wichtig, mein Lieblingsdeo von Dove. Das benutze ich seit Jahren, da habe ich den Roller zu und auch das Spray. Und da ist kein Alkohol drin, dafür natürlich Aluminiumsalze, aber ich habe schon so oft Schweißgeruch bei Leuten wahrgenommen, die Deo ohne Aluminiumsalze nehmen. Ich habe auch noch von keinem Deo jetzt gehört, das auch ohne Alkohol ist und ohne Aluminiumsalze und dann trotzdem den Deo-Schutz bietet. Wenn es mir nicht den Schutz gibt, den ich mir davon erhoffe, nämlich dass es halt vor Gerüchen und allem Möglichen schützt, dann brauche ich das Deo auch gar nicht benutzen. Dann kann ich mich auch mit einem Stein morgens einreiben. Also von daher, ja, bleibe ich dabei und liebe das. Und zum Schluss nochmal meine liebsten Bonbons, kann man dazu Bonbons sagen, von Smint, diese hier. Das sind jetzt die mit Pfefferminz, glaube ich. Die mag ich auch sehr, sehr gerne und ich habe mir auch abgewöhnt, Kaugummi zu kauen. Einfach, weil ich Probleme mit Knirschen habe und Kaugummi kauen natürlich dann das Ganze noch verschlimmert. Deswegen darf ich dann nur noch Lutschpastillen nehmen und die finde ich super, die sind zuckerfrei, haben eigentlich den gleichen Effekt meiner Meinung nach wie Kaugummi und ich habe auch damals leider sehr exzessiv Kaugummi gekaut, also ich war richtig süchtig und habe wie so eine Kuh dann auch immer gekaut, was ich super anstrengend auch in einer Zeit fand. Genau, deswegen kann ich die sehr empfehlen, die sind super und die kaufe ich immer wieder nach. Das war jetzt mein realer oder normaler DM-Haul für den Monat September. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gerne, wie gesagt, mal in die anderen Videos reinklicken, in die aktuelle Reihe zu Die Höhle der Löwen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.